Also die haben ja völlig normale Romane geschrieben, Köhlmeier und irgendwie so runtergeschriebene Geschichte. Aber der Riccardona wollte mehr, der wollte quasi mit der Materialität, mit Farben, mit gewissen Spätformen avantgardistischen Schreibens der Welt gerecht werden. Ich meine, in der Kunstgeschichte war es letztlich eine wichtige Figur wie Abi Warburg als Kunsthistoriker, der jetzt in dem klassischen Sinn Bildchen geklebt, zerrissen hat, aber Bilder gegenübergestellt hat und einen Bilddiskurs eingeführt hat. Es wird in Schulen, denke ich, nach wie vor gemacht. Es ist ein wichtiges Werkzeug in dem, was man heute Bild- und Medienkompetenz nennt und könnte eigentlich noch viel bedeutender werden. Und das sind, glaube ich, die Collagen von Max Riccardona durchaus ein Anlass, um wieder neu über dieses Thema Collage nachzudenken. Ich kenne es ja teilweise, und das war auch eine Tradition der Collage, man hat halt irgendwie diese großen Kartontonnen, in denen Waschpulver war, das waren mit Schnitzeln aus Magazinen beklebt, um dann einen Papierkorb zu Hause zu haben. Nicht? Aber man hat mit Farbe auch die Küche ausgemalt und dennoch hat niemand gesagt, Malerei sei irgendwie nur Küchen ausmalen. Dann wäre unsere nächste Frage an Sie, wann und wo haben Sie Max Riccardona kennengelernt? Vielleicht können Sie das anhand von Anekdoten erläutern. Wir hatten mal im Eck in Bregenz über seine Ehe erzählt. Man hat erzählt, dass er seine Ehe hat nämlich geheiratet, kurz bevor er entmündigt worden ist, dass er die von der Paritätischen Kommission hat aushandeln lassen. Jetzt wissen vielleicht einige ältere Damen oder Herren von unter Ihnen noch, was die Paritätische Kommission ist. Ich habe es als Maturant damals nicht gewusst. Du kannst es sicher erklären. Ich weiß es auch nicht, aber diese Frage nach Anekdoten ist schwierig. Ich möchte mit einem Zitat antworten. Anekdoten sind nicht meines, ich habe kein anekdotisches Gedächtnis, so Roland Barthes in einem seiner letzten Bücher. So geht es mir auch. Ich glaube, Jürgen Dubas, der von den alten Männern gesprochen hat, und er war damals so 60, also in meinem Alter. Tatsächlich ist er mir auch als alter Mann damals vorgekommen. Heute sehe ich das irgendwie anders wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, das Entscheidende war, ich weiß nicht mehr, wann ich ihn kennengelernt habe, das Eck, das war später, dann Ubis Bier, war in der Kirchstraße in Bregenz, das ist dort, wo es ins Talbach hineingeht, also zum großen Medienhaus damals, wo die große Presse Vorarlbergs gedruckt wurde und rechts hinauf dann zum Landesarchiv und zur Pfarrkirche.